Das ist das Knarren der Erleichterung, meine lieben Freunde. Ich bin's, Robert Götz Matuszewski. Matuszewski aus dem Bundestag. Ihr seid live dabei. Schön, dass ihr da seid. Danke für euer Einschalten, für euer Sein, für euer Dabeisein. Und wer mich noch nie gesehen hat, ich habe einen Schatten hier, denn ich arbeite im Bundestag. So. Und ich setze mich hier ein für die Regierung. Ich tue was, ja. Eine Mahnung an euch alle, die ihr euch noch nicht engagiert habt für die Regierung. Ja, bitte tretet ein in die Parteien, ja. Seid engagiert. Auf gar keinen Fall in die Alternative für Deutschland eintreten. Nein, nein, nein. Diese Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner. Ihr tretet ein in die Grünen, die FDP, die CDU, die CSU, die Linke oder am besten in die Partei von unserem Piraten, von unserem Kanzler Scholz. Da könnt ihr auch eintreten und euch engagieren. Denn wir brauchen linke, linksstaatliche und zivilcouragliche Kämpfer, ja, für den Linksstaat. So, und jetzt geht's los. Ich habe hier immer gute Nachrichten. Wer das nicht weiß, ich habe gute Nachrichten, aber das ist auch nicht so schwer, weil wir leben ja im besten Deutschland, Bundland aller Zeiten. Da gibt es nur gute Nachrichten. Und da starten wir mal durch hier mit einer kleinen Information. Nein, jetzt möchte ich erstmal Danke sagen, nämlich Kaspar Köster. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt geht's los hier. Das Gesundheitsministerium räumt ein. Gespritzte starben genauso oft wie Ungespritzte. Das Bundesgesundheitsministerium hat eine Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten Roger Beckhamt eingeräumt, dass es keinen signifikanten Unterschied in der Gesundheitsmortalität zwischen den Corona-Geimpften und den Ungeimpften gibt, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. böse Zungen sagen, ja, ein Teil dieser gerade eben erwähnten werden jetzt ganz doll viel sterben, zeitnah, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann hier, Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, ja, hat nach einer riesigen Schlägerei in den Straßen von Tel Aviv zur Massenabschiebung illegaler afrikanischer Migranten aufgerufen. Ich würde mal sagen, Schalömchen an dieser Stelle zu Herrn Netanyahu. Ja, was ist denn da los? Aber gute Nachrichten. Herr Netanyahu, bitte schicken Sie diese liebevollen Menschen zu uns. Wir haben Platz. Wir haben Raum. Kein Mensch ist illegal. Leave no one behind. Ja, natürlich illegal außer AfD-Wähler und AfD-Politiker und Ungeimpfte. Ganz was anderes, ja. Aber hier, diese lieben Menschen, die können doch zu uns kommen. Also wir haben da wirklich Raum. Ja, dazu passt übrigens, wir haben gerade, ich sage jetzt mal wir, in Dresden ein wunderschönes neues Flüchtlingsheim eröffnet. Ja, sehr kommod, praktisch kurze Wege für die Ämter, für unsere Gäste. Ja, 280 junge Männer können dort Platz finden, inklusive Friseur. Finde ich gut, Friseur ist wichtig. Ja, eine schöne Haarpracht ist wichtig. Dresden an dieser Stelle, danke. Ja, und wir haben so viel Platz. Also in Dresden haben wir jetzt ein schönes Heim. Da könnten zum Beispiel einige aus Tel Aviv auch Platz finden. Ich finde das toll, es gefällt mir sehr gut. Und da haben wir noch eine Nachricht. Mutmaßlicher Brandstifter legte Geständnis ab. Was ist passiert? In Griechenland sind zwei Männer festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, Waldbrände gelegt zu haben. Ja, Freunde, auch das ist zwar richtig, ist aber falsch. Ja. Die Waldbrände sind durch Global Cooking entstanden. Wir haben Hitze, ja, die Hitze, die Welt geht unter. Ja. Global Cooking heißt nicht Global Warming, ja, Global Cooking. So sieht es mal aus, ja. Ja, gut, in diesem Falle waren es Brandstifter, aber die sind durch die Hitze erst zum Brandstifter geworden, ja. Dann hier, Vize-FDP Wolfgang Kubicki sagt, auf Fakten hinweisen gilt als rechtsradikal. Bierzelt schellte beim politischen Frühschoppen FDP-Vize Wolfgang Kubicki 71 am Montag auf der Bühne, also unlängst, ja. Das gefällt mir gar nicht. Was ist denn los mit Herrn Kubicki? Habe ich mich schon wieder aufgeregt. Ja, der auf Fakten hinweisen gilt als rechtsradikal. Dann wander doch aus nach Russland, Herr Kubicki. Ja, was ist denn da los? Er ist doch bei der FDP. Ja, böse Zungen sagen, der versucht jetzt irgendwie auf dem letzten Drücker, dass in Hessen und Bayern die FDP nicht unter 3% rutscht. Freunde, auch das ist richtig, ist aber falsch. Ich würde mal sagen, Herr Kubicki, schwören Sie ab oder gehen Sie in die AfD. Gut, böse Zungen sagen, die wollen den auf gar keinen Fall haben. Ja, so einen will keiner. Ja, also zumindest nicht von den rechtsstaatlichen, auf dem rechten Weg befindlichen. Aber ich finde, Herr Kubicki sollte abschwören. So, dann hier. Am Samstag, 2. September, hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen an der A93 11 geschleuste Personen, wahrscheinlich sind Menschen gemeint, unter ihnen drei Minderjährige aus einer höchst gefährlichen Situation befreit. Die 11-köpfige Migrantentruppe war zusammen mit einem syrischen Fahrer in einen PKW gezwängt. Der lediglich 5 Sitzplätze hatte. Okay. Gezwängt, 5 Sitzplätze. Also ich meine, die waren ausgemergelt von der Flucht. Da seht ihr mal, wie schlecht es diesen Leuten geht. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich bin ja dafür, dass wir schöne, wunderbare Limousinen zur Verfügung stellen, die wir da runterschicken mit einem vernünftig ausgebildeten Fahrer, mit Essen und Trinken an Bord, mit anständigen Ruhepausen, alle 8 Stunden ein schönes Wellnesshotel, damit sie adäquat hierher kommen können. Ja, solche Bedingungen sind doch menschenunwürdig. Kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, der Matteo-Aktivistmann wurde hier ja aus der Bahn gerissen, wurde in eine Zelle gesteckt. Es gab eine Leibesvisitation, man hat ihm sein Smartphone weggenommen, weil Drogen, ja Drogen. Im Nachhinein stellt sich raus, es waren Pfefferminz-Dragees. Entschuldigung gab es nicht, aber ist auf jeden Fall gibt es keine Verhandlung. Aber Freunde, der soll mal froh sein. Der hat doch noch mal Glück gehabt. Ja, und der hier, der Rechtsanwalt Pankalla, ja, der ist auch so ein rechtsstaatlicher, dieser Anwalt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Matteo ist grundsätzlich schuld, weil er auf der rechten Seite ist. Bah, Umfragehammer. Grüße gehen raus nach Österreich an meine lieben österreichischen Zuschauer. Ich hab euch lieb, ich liebe Österreich. Österreich, toll, toll. Ich war ja unlängst, ich glaube im April, ja, hatte ich einen Zuschauertreff mit dem digitalen Chronisten. Da war auch dieser eine, dieser Martin S. Punkt, ja, kann man ja hier auf YouTube nicht erwähnen, obwohl YouTube die zensurfreiste Plattform der Welt ist. Es war schön, danke an der Stelle. Wir kommen bald wieder nach Österreich, aber wir müssen auch mal nach in die Schweiz kommen. Schweiz steht auch an, ja. Ruth und Woody, wir müssen in die Schweiz kommen. Wir müssen kommen, wir kommen auch. Wir kommen in die Schweiz. Digitaler Chronist und ich, wir kommen in die Schweiz. So, Umfragehammer. FPÖ steigt auf über 30% in Österreich. Klarer erster Platz. Ich würde mal sagen, die FPÖ wird einfach verboten. Das machen wir so wie mit der Alternative für Deutschland. Weg damit. Sitzungsprotokolle zeigen, und das ist die letzte Nachricht, nicht einmal der Expertenrat trug Lauterbachs Panikmache mit. Ja, gut, es sind Experten, die raten. Expertenrat. Ja, der Lauterbach muss nicht raten, der weiß es nicht. Ja, also von daher braucht er nicht zu raten, weil er es nicht weiß. Ja, und wenn er sagt, hier, so ist das, dann ist das so nicht. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Wir hören einfach mal auf Herrn Lauterbach. Lauterbach ist toll, er ist klasse, er weiß es nicht und deswegen weiß er es. Kann so einfach sein, ja. Changing Cities, gesunde Mobilität in unserer Stadt und dazu ein gesundes Bild von Kindern, die frei atmen können, so richtig schön die FFP2-Maske und den Mundschutz im Gesicht. Ich find's gut, Freunde, so muss es sein, ja. Schön CO2 rückatmen, schön den Körper übersäuern, schön Viren und Sporen und Keime und Pilze und Bakterien in die Atemwege stopfen. Das ist gut für ein kraftvolles Immunsystem. Und die Kinder müssen auch nicht das Lesen von Mimik bei ihren Mitschülern oder bei den Erwachsenen lernen, wenn so eine Maske im Gesicht ist. Die werden darauf vorbereitet, auf eine KI-Zukunft. Gefällt mir sehr gut. mRNA-Spritzung bewirkte bei Kindern anhaltende Immunschwäche. Ach Freunde, Immunschwäche, das sind so Worte. Wer braucht denn eine Immunschwäche? Wer braucht denn ein Immunsystem? Entschuldigung, Prost. Wir spritzen das alles weg, Immunsystem. Das ist doch NAZI. Ein gesuchter 19-Jähriger ist Samstagvormittag an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Der Mann wurde mit 2 Haftbefehlen gesucht und ist unter anderem mit insgesamt 22 Namen bekannt. Ja, warum auch nicht? Was ist denn jetzt daran auszusetzen? Also bitte. Also ich finde das nicht schlimm. Reinhard Klein, ich sage mal danke an dieser Stelle. Und hier, ich habe einen Fehler gemacht. Ach, je. Ich habe die Heike, habe ich mich verlesen. Heike heißt Schroll-Stegerda und nicht Schmidt. Was habe ich denn da gemacht? Heike, es tut mir leid, ich habe deinen Namen gestern falsch ausgesprochen. An dieser Stelle extra liebe Grüße an dich. Und ich möchte mal Bark Buccetta ganz lieben herzlichen Dank sagen. Und dann habe ich eine verunstimmende Nachricht, dass die Neue Züricher Zeitung hier schon wieder so Headlines macht, die so ein bisschen so doppeldeutig sind. Ja, Neue Züricher Zeitung, Deutschland verwöhnt Migranten. Was heißt denn hier verwöhnt? Das haben sie doch verdient. Die haben eine lange Flucht hinter sich. Die sind traumatisiert. Ja, da wird hier nicht verwöhnt. Ja, die kriegen das, was ihnen zusteht. Ja, das ist schon wieder rechte Hetze. Ja, Neue Züricher Zeitung. Rechte Hetze. Das gefällt mir, gefällt es nicht. Freunde, mir gefällt es nicht. Ja, wir sind so ein großes Land, Freunde. Muss ich jetzt zum Schluss mal sagen. Wir haben so viel Platz. Jetzt vor allen Dingen, wo wir die ganzen Bäume fällen für Windmühlen, haben wir ja noch mehr Platz. Ja. Und wenn jetzt noch viele Deutsche nicht mehr da sind, die jetzt so in dem Alter so 80 plus sind, ja, dann haben wir ja noch mehr Platz. So, und von daher können wir auch ruhig noch mehr Fachkräfte und liebe gute Menschen aus Syrien, aus Libanon, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Ghana, aus Kongo und so weiter in unser Land holen. Wir haben doch Platz. Bitte, ja. Also, regt mich schon wieder auf. Wir verwöhnen unsere Gäste. Hier wird niemand verwöhnt, er kriegt das, was ihm zusteht. Ja? Und die Deutschen haben lange genug wie die Made im Speck gelebt. 80 Jahre lang haben sich hier breit gemacht. Ja? Ich sag das jetzt mal, wie es ist, Freunde. Ja, also jetzt müssen wir auch mal ein bisschen an die anderen denken, oder? Was meint ihr? Ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt munter an einen schönen Abend. Gestern gab es ja Verunstimmung hier bei mir beim Hochladen. Da ist das Video erst um 21.15 Uhr oder so gekommen. Ja, ist ja, also Freunde, ja, die Technik. Manchmal stellt mir die Technik ein Bein. Ich weiß nicht, was da los ist, aber heute kommt das Video früher. Ich mache jetzt einfach mal munter weiter, freue mich außerordentlich, dass ihr hier dabei seid und dass ihr mir jetzt einen Kommentar schreibt, einen Daumen hoch gebt und meine lieben Freunde, danke für eure Unterstützung. Ihr macht meine Arbeit hier überhaupt nur möglich, motiviert mich damit auch. Ohne euch geht's nicht. P
PayPal und Konto hängt hier drunter. Danke für die Mühe von Herzen. Und ich habe eine ganz tolle Truppe, nämlich meinen Hausmeister Bruno Pete, der grüßt euch. Ich habe Kevin Heinzelmann, meine Buchhaltung, Schwuppe, die grüßt euch auch. Beide kommen zum Zuschauertreffen nächste Woche Samstag, 16. September nach Hessen. Und natürlich habe ich Jerome Schmidt, mein Schwager, der ist noch in Österreich zum Entboostern. Der kommt auch rechtzeitig aus Österreich direkt nach Hessen. Und meine liebe Frau Martina, die grüßt euch auch. Die ist auch beim Zuschauertreffen am 16. in Hessen. Mein Goldhamster, unser Goldhamster, Martinas und mein Goldhamster, Ambrosius bleibt zu Hause, der kommt nicht, aber dafür komme ich. Morgen gibt es die zwei, Digitaler Chronist und Claudius Fabig, auf allen Kanälen vom Digitalen Chronisten, da gibt es tolle Neuigkeiten, ihr werdet begeistert sein um 20 Uhr. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt munter weiter, wenn ihr nicht weitermachen könnt, weil ihr krank seid oder schlecht drauf seid, depressiv, ja, keine Lust mehr habt. Das gilt nicht, wir brauchen euch und wir schicken euch jetzt gute Energie. Wir halten nämlich zusammen, wir bleiben standhaft, optimistisch, immer voller Tatkraft und es ist alles gut. Wir müssen da bloß noch hin. So, ich bin jetzt, ich bleibe da. Das Video ist jetzt zu Ende. Wichtigste Botschaft auch heute wieder. Ich hab euch lieb. Schön, dass es euch gibt. Macht das gut, Freunde. Habt ihr das gesehen? Hier dieser eine Claudius Fabig, der hat ja dieses, muss ich erzählen. Ja, Ameise, das ist meine Ameise, bleib stehen. Der hat ja dieses Buch unter anderem geschrieben, Der King lebt, und hat dafür extra einen YouTube-Kanal, da steht Elvis Lives, Der King lebt, und hat da mal so Me Not You Not ein Video für diesen einen Erik West nach Hawaii geschickt, so ein Video, ja. Gesagt, ich habe hier 350 Abonnenten oder so, ich mache das trotzdem mal, weil ich weiß, der liebe Gott wird dafür sorgen, dass Erik das Video sieht. Und normalerweise gucken so 20 Leute so Postings von dem Claudius auf diesem Kanal da. The King Lives. 20 Leute, 10 Leute, 15, mal 70. Oh, wenn es hochkommt. Ja. Dieses Video wurde bis jetzt, wirklich wahr, 46.000 Mal gesehen. In nicht mal 48 Stunden. 46.000 Mal. Und es geht immer weiter ab. Ja. Es sind fast 2.000 Kommentare. 2.000, ja. 5.500 Daumen hoch. Daumenquote 99,5%. Ja. Es sind 25 Daumen runter und 5.500 Daumen hoch. Wirklich wahr, ja. Und Erik West hat es gesehen und hat geschrieben, ja, auf seiner Seite da, Community, hat er gesagt, meine Frau hat gelacht, meine Frau und ich, wir haben gelacht und geweint. Gutes Video. Ist das nicht toll, Freunde? Man kann was bewegen, ja, ist toll. Und dieser hier, Elvis Lives, Der King lebt, der Kanal ist von 350 oder was Abonnenten hoch auf 1950. Schön, ja. Und jetzt muss der Claudius Fabig da einmal die Woche ein Video in Englisch machen. Ah, da hat er sich aber schönes Ei ins Nest gelegt. Wenn er einmal die Woche 2000 Kommentare lesen und beantworten muss, dann hat er ja, ich habe gehört, hat er mir gestern erzählt, er hat gestern nur für diesen Kanal 8 Stunden, wirklich wahr, bis in die Nacht, 8 Stunden, also 8 Stunden noch on the top, ja. Gut, dass ich das nicht machen muss, bin ich froh, ja. Freunde, ich bin jetzt weg, hab euch lieb. Wir knallen jetzt nochmal gegen Putin. Schlammer Ukrainer.